Also, Ethan ist ein sehr fantasiebegabter Junge, wobei die Geschichten schon einen sehr melancholischen Hang haben, die er aufschreibt. Also für einen Jungen in seinem Alter ist das schon ein ganz schön starker Tobak. Das Haus hat sich zurückverwandelt, nein, umgekehrt. Die Rakete oder die Raumkapsel hat sich in dieses Spielhäuschen zurückverwandelt. Dieser mystische, okkulte Platz hat sich in ein selbstgebautes Zelt zurückverwandelt. Na, ich will mich darüber nicht äußern, jetzt so noch nicht. Ich habe auch schon oft genug falsch gelegen, aber wo sind wir denn jetzt, verdammt nochmal? Ich wollte doch eigentlich. Oh Mann. Hallo. Wo sind wir denn jetzt? Jetzt soll ich erstmal gucken, den Platz finde ich doch so schnell nicht wieder. Ja, also die Menschen in seiner Umgebung haben ihn mehr oder weniger, oh, es könnte ein Ameisenhaufen sein, da will ich nicht reintreten, haben ihn mehr oder weniger versucht, ja, oder von seiner Fantasie abzuhalten. Ich weiß es nicht, da ist ein Weg. Ach, ist das genau das, wo wir reingegangen sind? Das kann sein, ne? Cool. Dann ist dort oben ist die Kirche. Dann gucken wir jetzt eh nochmal, was hier unten ist. Tja, schon merkwürdig. Ach, guck mal, wo wir sind. Na prima, das passt gut, weil ich möchte nämlich zuerst eben in das Haus reingehen. Und dann gehen wir nach oben zur Kirche. Ist doch das Haus, oder? Wups, ruckel, ruckel, ruckel. Sieht so aus. Okay. Wow. Ich bin da, glaube ich, gar nicht rein. Die Atmosphäre, die schwenkt ja gleich komplett um. Okay. Auch da wollte einer liebevoll dekorieren, wie niedlich. Ja, ist das Haus. Okay. Ja, komm, was soll's, ne? Huch! Sag mal. Frage ist nur, wo gehen wir rein? Durch den Seiteneingang? Da geht's wieder raus, ne? Zement. Es kann sein, dass ich mich irre, aber wenn ich mir das jetzt hier so angucke, sind das die. Nee, ich will jetzt, wie gesagt, ich will jetzt hier nichts Blödes sagen, aber. You need to talk to your son. He was poking around in the old Vandergriff house again. Said he found some secret room. Yeah, really? Okay, I will go talk to him. Also das ist dieses Vandergriff-Haus, ne? Da liegt auch eins von den Büchern, was glaube ich auch oben in dem anderen Haus gelegen hat. Und das andere war dann das Gebäude, wo Ethans Familie drin gewohnt hat und sich da wahrscheinlich hier so ein bisschen hier um das Anwesen gekümmert hat. Oder? Weiß ich jetzt auch nicht. Jedenfalls, was ich sagen wollte,
Ich gucke aber trotzdem erstmal weiter, bevor ich jetzt hier falsch liege, aber es hat sich ja so ein bisschen eingeprägt. Oh. Ach, gucke mal. Uah, nee, nicht drehen. Der Tag, an dem das Foto gemacht wurde. Onkel Chad war gemein. Papa war traurig, Mama war wütend, Travis war laut, Opa war ruhig. Hat das was zu bedeuten? Muss ich mir was aufschreiben? Also, ganz links ist ja wohl Ethan. Daneben ist sein Großvater, den kennen wir ja schon. Der mit der Felljacke ist dann ja wohl Travis, dem die Beine abgefahren wurden. Dann denke ich mal, ist die Frau Missy. Das wäre dann wohl Ethans Mutter. Der Mann daneben könnte Ethans Vater sein. Oder der andere. Also einer von den beiden ist Onkel Chad und einer ist dann Dale, der Vater. Onkel Chad war gemein. Dad war traurig. Mom war verrückt. Travis war laut und Grandpa's quiet. Muss ich mir was aufschreiben? Ich tue es mal vorsichtshalber. Ich weiß nicht warum, aber das ist so mystisch, beziehungsweise so kryptisch, wollte ich sagen. Nicht mystisch, kryptisch. Foto. Grandpa's Travis was loud. Mom was... Dann ist das Dad, kann das sein? Uncle Chad was mean. Von rechts. Dann kommt Dad was sad. Mom was mad, Travis was loud und Grandpa quiet. Dann käme das nämlich hin. Und die stehen vor diesem Haus hier. Onkel Chad. Ups, Chad. Gemein. Dad. Sad. Traurig. Mom, Matt. Travis laut. Graham was quiet. Und dann, so. Gut. Was immer das auch zu bedeuten hat. Ich weiß es nicht. Vielleicht hat es auch gar nichts zu bedeuten auf dem Foto. Ich weiß es nicht. Guck mal hier noch irgendwie weiter. Ja, aber das sind alles die Bücher, die auch oben in dem Dachraum waren. Um jetzt mal eben weiter... What did you do? What did you wake up? Nothing. I found a room, I walked into it, that's it. Okay. Ethan, was hast du gemacht? Boah, alles voller Schimmel. Zerkratzter Tisch. You can feel it, right? Something, something coming from the Vandegrift house. I can feel it. Ethan disturbed the sleeper. Was? He must be punished. Oh, oh. Doch, es ist tatsächlich so, wie ich es gedacht habe. Wenn ich mir das jetzt hier angucke, das Bild. Okay, was heißt das hier? Das ist in dem anderen Haus, in dem wir waren, in dem wir durch diese Barrieren gegangen sind. Das sah genauso aus. Es waren genau die gleichen Räume, die hier drin sind. Es waren also...
Wir müssen gleich nochmal in das andere Haus gehen, irgendwie. Aber das ist ja jetzt... Pop, they're getting worse. They keep talking about this thing, this sleeper. I know. What I don't know is if it's real or not. Okay. Okay. Jedes Zimmer scheint seine eigene Erinnerung zu haben, huh? Da ist schon wieder dieses Zeichen an der Wand. Ich bin irritiert. Ach nee, wir sind eben hier reingegangen, ne? Und da waren wir hier noch nicht, okay. Ganz viele Bücher. Ist das Ethans Raum gewesen? Travis, leave the boy alone. I see how you've been looking at him. You don't even know, do you? You have no idea what's going on. You have to help us. It's the only way. It wants Ethan. You're crazy. You've all gone crazy. Okay. Ich gehe jetzt mal eben alle Räume und dann versuche das mal eben alles zusammenzufassen. So, da waren wir schon überall. Dann gehen wir mal ganz nach oben. Das ist der Dachboden, auf dem waren wir schon, oder nicht? Da kommt mir das schon so bekannt vor. Nee, das war das, was wir im anderen Haus gesehen haben. It's not my fault. I didn't mean for any of this to happen. Ethan's family blamed him. Whatever it was he'd accidentally let loose, his family was convinced that hurting him would solve their problems, would soothe their disturbed minds. Whatever haunted the Carters was still here somewhere, in the wind. Okay. Sylvian. From the Earth to the Moon. Treasure Island. Mark Twain. Okay. Also. Ich sage jetzt mal so. Noch ist es nicht schwer, das zusammenzusetzen. Ethan hat hier in diesem Haus einen Raum entdeckt. Weiß ich nicht, aber das hier ist doch kein Geheimraum, oder? Auf jeden Fall hat er hier einen Raum entdeckt, wo er etwas geweckt hat. Den Schläfer nennen sie es. Seine Mutter und sein Onkel sind anscheinend auch gleich drauf angesprungen. Der Großvater war da nicht so ganz, war noch nicht, wusste noch nicht so genau, was, wie und weshalb und wieso und keine Ahnung was. Und sein Vater hat gleich gesagt, ihr seid alle verrückt. Und Onkel Chad und Travis, der, weiß ich nicht, vielleicht der Cousin von Ethan ist oder war. Waren auch gegen ihn. Sogar seine Mutter war gegen ihn. Ich gucke jetzt eben nochmal ins andere Haus. Und dann gehen wir zur Kirche hoch. Ich meine, die Räume sind ja jetzt nicht mehr da, weil diese Portale nicht mehr da sind. Aber es war so, dass hinter diesen Portalen die Räume von diesem großen Haus gewesen sind. Ich meine, jetzt natürlich sieht es ganz normal
aus. Es ist nix. Ne? Also. Und hier war ja diese Beschwörungsformel, diese komische. Na gut. Okay, kommen wir hier auch runter?